Sebastian Kiesling ist Mitbegründer eines Cottbuser Start-up-Unternehmens. Es ist aus der BTU heraus entstanden. Die Dr. Berg und Kiesling GmbH entwickelt Mikrogasturbinen, kleine Kraftwerke, die Strom- und Wärmeherstellung koppeln. Die kleinen Kraftwerke befinden sich in Containern. Die Anlage ist dadurch an fast jedem Ort und mit allen möglichen Materialien einsetzbar. Also nehmen wir es am Beispiel Holz. Sie werfen einen Holzscheit hinein. Dieser wird verbrannt und es wird nicht über einen komplexen Prozess wie eine Vergasung oder sonstiges, sondern über einen sehr, sehr simplen, sehr robusten Prozess Wärme und Strom zur Verfügung gestellt. Und das ist insbesondere für Märkte und Anwendungen generiert, wo erstens die Stoffströme, also das Brennmaterial, nicht sehr sauber ist, also wo sie alles Mögliche drin haben und wo sie genau diese Wärme und den Strom direkt benötigen, um Netze auszugleichen, um ihre eigenen Prozesse zu besichern etc. Die Innovationsregion Lausitz unterstützt das junge Unternehmen. Das Team hilft dabei, das Geschäftsmodell zu optimieren und vor allem bei der Vernetzung. Die in Cottbus entwickelten Gasturbinen könnten eine wichtige Nische im weltweiten Energiemarkt erschließen. Jetzt gilt es, diese und andere Innovationen an den Mann zu bringen. Mit mehr als 70 Projektideen beschäftigt sich die IAL zurzeit. Viel zu tun also. Deshalb musste ein neuer Standort her. Denn für Innovationsarbeit braucht man gute Räumlichkeiten. Also einmal ist es natürlich wichtig, die Projekte, die wir anschieben, da kann was schiefgehen und so, dass wir es wirklich schaffen, die voranzubringen. Das braucht auch Zeit und langen Atem, da muss man dranbleiben. Das Zweite ist, wir müssen mehr vernetzen. Wir müssen Unternehmen zusammenbringen. Wir haben viele Unternehmen, die aus irgendeinem Grund klein sind. Und wir müssen zusammen sehen, neue Märkte zu erschließen. Und das müssen wir lernen. Da brauchen wir so eine Plattform wie diese Räumlichkeiten und gute Vernetzung in die Hochschulen und zwischen den Unternehmen. Vernetzen ist dabei immer wieder das Stichwort. Lausitzer Technologien sollen größere Märkte erobern. So auch die Mikrogasturbinen von Sebastian Kiesling. Er schätzt die Arbeit der IRL. Hier ist es wichtig, einen Partner zu haben wie die IRL, die sehr vielschichtig auch unterwegs ist und somit auch sehr viele Kontakte und Möglichkeiten in diesen unterschiedlichen Bereichen einfach sieht, die wir jetzt als spezialisierte Unternehmer, die quasi jeden Tag ihr Ziel haben, ihren Ablauf haben, aus Zeitmangel, aber aus Betriebsblindheit, aus was auch immer, vielleicht gar nicht sehen. Unternehmen und Institutionen zusammenbringen, das ist die Aufgabe der Innovationsregion Lausitz. Mit ihrer Hilfe sollen mittelständische Betriebe und hochwertige Industriearbeitsplätze in der Region erhalten bleiben.